Ja, genau. Okay. Ja, für diejenigen, die in den letzten Jahren nicht so viel an den Intronisationen von Brunnenkönigin teilgenommen haben, ein Bestandteil der Intronisation ist der sogenannte Froschkönig. Deswegen der grüne Frack, der Froschkönig, das bin also ich. Der hat dann auch zu einem gewissen Zeitpunkt eine Krone auf. Das werde ich jetzt mal machen, so. Weil ich bin in allen Brunnen von Oberursel zu Hause und die Brunnenkönigin sitzen auch gern mal an dem Brunnenrand und erzählen dem Froschkönig, was ihnen alles so durch den Kopf geht, ihre Sorgen und Nöte. Und irgendwann ist aus dieser Geschichte dann der Chronist entstanden und seit geraumer Zeit berichte ich in einer Chronik über die vergangenen Zeiten, also vergangene Brunnenkönigin, über ihre Amtszeit und das Brunnenfest. Und was mich heute ganz besonders freut, die Brunnenkönigin, über die ich heute berichte, hat das noch nie mitbekommen, dass es das gibt. Und tatsächlich ist sie heute da. Heute geht es um das Jahr 2002. Damals war Brunnenkönigin Carmen die Erste. Es war das 24. Brunnenfest und jetzt, wenn du zuhörst, hoffe ich, dass ich jetzt keinen Unsinn erzähle. Die 24. Brunnenkönigin kam aus einem Stadtteil, aus dem es bisher noch nicht so viele Brunnenköniginnen gab. Sie und ihr Brunnenmeister waren Mitglied im Kluge Huweiskirchen, zu dem auch ich eine besondere Beziehung habe. Der Bruder meines Großvaters, nämlich Georg Raab, war Gründungsmitglied des Weißkirchener Karnevalvereins. Uwe Eilers, zu dieser Zeit erster Vorsitzender des Vereins, stand als Brunnenmeister Carmen der Ersten Luxemburger zur Seite. Das Motto der Intronisation in der Stadthalle war top aktuell, denn wir haben ja jetzt den Euro. So Rolf Steinhagen, den ich auf diesem Weg auch nochmal begrüßen möchte. Rolf, ich habe dich irgendwo gesehen. Bist du da? Er hört wieder nicht zu, das kenne ich. Ah, da ist er. Hallo Rolf. Damals stellvertretender Vereinsringchef. Musikalisches aus Deutschland, Italien, Portugal und Frankreich bildete den Rahmen für den glanzvollen Abend. K.P. Hieronymi führte gewohnt schwungvoll durch den Abend, für den der Vereinsring 12.000 bis 15.000 Euro veranschlagt hatte. Ein Betrag, der nicht mehr allein aus dem Verkauf der Eintrittskarten zu stemmen war. Es mussten Sponsoren mit ins Boot geholt werden, was sich auch immer weiter als schwierig gestaltet. Doch zurück zu Intro. Mitten aus dem Dschungel, den die Tanzsportgruppe aus Neuenhain auf die Bühne gezaubert hat, wurde Carmen die Erste von zwei Dschungelgeistern auf den Schultern hereingetragen. Begleitet von keinem Geringeren als Tarzan und Brunnenmeister Uwe. Vereinsringvorsitzende Marianne Borgfeld war sichtlich gerührt, als sie die scheidende Claudia die Erste mit etwas Wehmut entthronte und anschließend Carmen die Erste mit den Insignien versah. Ihr seht also, in der Vergangenheit war das eben nicht immer so einfach, eine scheidende Brunnenkönigin loszulassen, aber wir bekommen ja immer wieder eine neue. Carmen war zu dieser Zeit aktiv in der Maxi-Tanzgruppe und betreute zwei Kinderturngruppen des Turnvereins Weißkirchen. Beruflich wirkt sie als Standesbeamtin im Rathaus und dort durfte ich sie sogar schon einmal bei einer Trauung unterstützen. Und jetzt schlagen wir wieder den Bogen. Da hat nämlich der Bruder von Roswitha der Ersten geheiratet, unserer allerersten Brunnenkönigin. Besonders hervorheben möchte ich noch, dass ihr Heimatverein in dem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feierte. Es wurde mehr als Zeit, dass nach 20 Jahren endlich wieder eine Brunnenkönigin aus Weißkirchen kam. Denn zuletzt war es Margit die Erste. Sieben kräftige Schläge benötigte Bürgermeister Gerd Krämer zum traditionellen Bieranstich. Dann war das Brunnenfest eröffnet. Am 24. Mai startete also die 24. Brunnenkönigin in das 24. Brunnenfest an ihrem 24. Geburtstag. Und am heutigen Tag, Samstag, im Jahr 24 berichte ich als Froschkönig darüber. Auch das, ja bitte. Applaus
Auch das Brunnenfest stand unter dem europäischen Motto und es wurden viele Gäste aus den Partnerstädten begrüßt. Ihr Brunnen ist natürlich in Weißkirchen zu finden. Hiermit taufe ich dich auf den Namen Bleichbrunnen, in Weißkirchen auch als Jungbrunnen bekannt, sprach Carmen die Erste, als sie ihren Brunnen aus einem kleinen Bembel mit Apfelwein taufte. Ein besonderer Dank ging an Albert Jung. Als einziger Bürgermeister der Gemeinde Weißkirchen hat er sich dafür stark gemacht, dass es diesen Brunnen in diesem Ortsteil gegeben hat. Und noch ein Jubiläum beim Rahmen des Brunnenfestes zu feiern. 25 Jahre Windrose. Musikalische Highlights, prächtige Stimmung und viele fröhliche Gesichter machten das Brunnenfest wieder aus. Der KSFO und das Kinderbüro luden zur Bewegungsmeile ein mit Geschicklichkeitsparcours und Rollenrutsche. Ein gelungener Einstand für den Familientag. Die Kindermeile ein fester Bestandteil des heutigen Brunnenfestes. Nach einigen Jahren Pause gab es auch endlich wieder Blasmusik für den Frühschoppen der Senioren. Das Brunnenfest also für Jung und Alt und für alle Anwohner und Besucher ein gelungenes Fest. Der Aufruf von Bürgermeister Krämer, die Anwohner der Altstadt zu schonen, hatte wohl auch gefruchtet, denn es gab nur einen einzigen Anruf wegen Ruhestörung. Erwähnenswert ist auch, dass erste zarte Bande zu einer neuen Partnerschaft geknüpft wurden, Lomonossow. Dr. Christoph Müller-Leile war sich sicher, die Zeit für eine offizielle Partnerschaft ist längst reif. Mit dem traditionellen Feuerwerk am Montagabend wurde das Brunnenfest beendet und für Carmen die Erste und ihren Brunnenmeister Uwe begann die Zeit in der Kampagne, in der weit über 150 Termine ihre Freizeit bestimmten. Von meiner Seite auch nochmal, Carmen, vielen Dank, dass du heute da bist. Und war das soweit okay? Dankeschön. Also Carmen die Erste, Brunnenkönigin aus dem Jahr 2002. So, und dann im Jahr 2003, wer jetzt aufgepasst hat, wenn das das 24. Brunnenfest war, kam jetzt das erste Jubiläumsbrunnenfest, das 25. Und hier war Brunnenkönigin Christine die Dritte. Im Jubiläumsjahr gab es gleich zu Anfang eine Premiere, denn zum ersten Mal stand der Brunnenkönigin ihr Bruder als Brunnenmeister zur Seite. Sie werde alles geben, um den Anforderungen gerecht zu werden. Eine Anspielung auf ihren Nachnamen Gerecht. Christine die Dritte mit ihrem Bruder Thomas Gerecht, ja genau, die Kinder unseres langjährigen Magistratmitglieds Paul Gerecht und seiner Frau Agnes, ein Stierstädter Urgestein. Da klatscht der Aumüller. Natürlich steht der Brunnen der Stierstädter Brunnenkönigin in Stierstadt auf dem Heinrich-Geibel-Platz. Und nicht zu übersehen, warum er Stierbrunnen heißt. Die Krönungsgala, die wieder in einer vollbesetzten Stadthalle stattfand, stand unter magischem Einfluss. So wie damals, als ein Zauberer die damalige Brunnenkönigin Sandra die Erste in Sandra die Zweite verwandelte. Sandra die Zweite, ja, ne, als ihr damals verzaubert wurdet, ihr zwei. Sollte auch in diesem Jahr Christine die Dritte herbeigezaubert werden. Allerdings scheiterte dieser Trick an den Abmessungen des Zauberkastens, der eine hochgewachsene Christine nicht aufnehmen konnte. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Doch trotz kleiner Widrigkeiten feierte die 25. Brunnenkönigin mit ihrem Brunnenmeister ein rauschendes Fest. Unter den Gästen zahlreiche Hoheiten aus den vergangenen Jahren und aus der Umgebung. Rosenkönigin Tanja die Erste aus Rosenheim, Apfelweinkönigin Silvia die Erste aus Bergen-Enkheim und der Königsteiner und das Königsteiner Burgfräulein Nadine die Erste. Es tanzten Garden vom Karnevalsverein Frohsinn und vom Klogehu Weißkirchen. Der Zauberer Alexander Lien bezauberte das Publikum und Moderator Max Schradin führte gekonnt durch den Abend. Die Blaskapelle ihres Heimatvereins TV Stierstadt spielte zu Ehren der neuen Brunnenkönigin und beim großen Finale verwandelte sich der Saal zu Alexander Liens Gesang in ein großes Lichtermeer. Im Laufe des Abends hatte sich Bürgermeister Gerd Krämer
bei der scheidenden Brunnenkönigin Carmen I. und ihrem Brunnenmeister Uwe bedankt. Zu diesem Zeitpunkt ahnte wohl noch niemand, dass es ihn in Kürze als Staatssekretär nach Wiesbaden verschlagen würde. So stand die Kampagne von Christine III. Und ihrem Brunnenmeister Thomas ein wenig unter dem Einfluss des nun tobenden Wahlkampfs um den vakanten Posten im Oberurseler Rathaus. Dr. Christoph Müllerleide, Thorsten Schorr und Hans-Georg Brum waren immer dort zu finden, wo die Brunnenkönigin zu Gast war. So hatten die drei Politiker schnell einen Spitznamen, das Dreigestirn. Wobei ich mich heute frage, wer Jungfrau, wer Bauer und wer Prinz war. Das Brunnenfest wurde vom ersten Stadtrat Dieter Rosentreter auf dem historischen Marktplatz eröffnet. Hier appellierte er zum wiederholten Male an die Besucher, Aussteller und Anwohner: Macht unser Fest nicht kaputt, zeigt Toleranz. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Toleranz, Miteinander, ein buntes Oberursel. Ich denke mal, da spreche ich in unser aller Gedanken, dass wir das zusammen feiern wollen. Dürft ihr gern mal klatschen. Am Freitagabend gab es dann an diesem Brunnenfest wieder einmal einen Brunnenfestumzug. Das war bereits das erste Highlight dieses Brunnenfestes. Bereits 5 Tage nach dem Brunnenfest wartete das nächste Highlight, als Christine III. Zusammen mit Bruder Thomas und einer Delegation das Fête de Seine in der französischen Partnerstadt Épinay besuchen durfte. Und vor dem Brunnenfest besuchten die beiden im April eine große Veranstaltung. Beim Apfelblütenfest in Südtirol mit über 30 Hoheiten aus dem deutschsprachigen Raum wurden Spezialitäten aus den verschiedenen Regionen präsentiert. Von Christine III. Natürlich echt Orgeler Äpfel. Ja. Der Herr Stadtverordnetenvorsteher macht mich gerade darauf aufmerksam. Ah ja, danke. Der Herr Stadtverordnetenvorsteher macht mich gerade darauf aufmerksam, dass meine Redezeit abgelaufen sei. Und wie alle Stadtverordneten, die in der Bütt stehen und weiterreden wollen, sagen: Ich bin gleich fertig. Okay, wir waren beim echt Orgeler Äpfel und der hat natürlich die Geschmacksnerven der Einheitlichen stark auf die Probe gestellt. Ein Besuch in Wiesbaden beim hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch bleibt in Erinnerung, ebenso die Herausforderungen an die Kondition der Brunnenkönigin. Und jetzt halt ihr mal kurz die Ohren zu, was so auf dich zukommt, liebe Janine. Es ist vorgekommen, dass auf dem Oberurseler Weinfest, dass die Christine nach einer Weinprobe im Schnelldurchgang verspätet zum Büdesheimer Laternenfest gekommen ist. Da standen dann schon alle Hoheiten auf der Bühne und sie eilte natürlich dann dazu und hat dann glatt der falschen Laternenkönigin gratuliert. Auch von Christine III. Und ihrem Brunnenmeister Thomas, der stets pünktlich zur Stelle war, wurden über 150 Termine wahrgenommen und sie haben die Stadt Oberursel zu dieser Zeit, wie immer, wie alle Brunnenköniginnen das tun, würdevoll vertreten. So, vielen Dank, liebes Publikum, das war für heute die Chronik des Brunnenkönigs.